So, liebe Leute, welcome back. Euer Verbergen ist wieder am Mikrofon. GTA 5, ihr wisst ja, wo ihr seid. Ihr habt ja drauf geklickert. Jetzt fahren wir erstmal mit dem. Den Porsche hier. Den haben wir zuletzt geklaut bei unserem Psychodoktor. Jetzt gucke ich mal, ob ich den in die Garage fahren kann oder ob sofort die Mission startet hier mit Michael. Wir gucken mal. Vielleicht habe ich ja Glück und. Nee, da ist schon. Ah, schade. Ich hätte ihn gern reingefahren in die Garage. Naja, wir schauen mal. Was? Trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad plans. Bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Er hat den Fernseher geschrottet. Sau gut. We'll take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Jetzt mal raus. Ja, wir sind Sonnenlicht hier. It was going so well until you showed up. You know that? Den kotzt erstmal ab. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Fuck yeah, my jam. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based? Don't push me. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well... I had to. To protect you. Yeah, keep telling yourself that. When you see their faces every time you close your eyes. Heavy, heavy. So, da sind wir schon. Wo ist denn hier der? Ah, hier parken wir. Perfekt. Perfekter Ride, oder? Please don't shoot the bike rental guy out of
force of habit. Hey, yeah, sure. Yeah, mainly to work on my triceps. Ich weiß gar nicht, ob Jimmy alles genau weiß, ne, von seinem Banküberfall. Scheint aber so, ne, aber schon eine ganze Menge. Ja, der hässliche Fahrrad, ich muss Mountainbike. Also ich muss ja erst, oh Gottes Willen. Ein Rennen zum, oh fuck, na komm schon. Weg da! Du Lahmarsch. Oh, scheiße, das ist gar nicht so einfach, weil du immer zu reintreten musst. Reicht das so, wenn ich so fahre? Ich glaube ja, ne, weil ich vorne bin, dürfte reichen. Um ein bisschen Energie zu sparen vielleicht. Oder kommt er? Er kommt schon wieder, fuck. Go, 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 go. Falsch gefahren. Shit. Ich muss hier oben lang. Weg da, Mann. Weg da. Ihr scheiß Freaks hier. Oh, ich geh schon wieder drauf. Ich hab zu wenig Energie. Fahr ein bisschen langsamer. Wie komme ich denn jetzt an Energie wieder ran, wenn ich so langsam fahre? Ich hoffe. Los, los, los. Bisschen Tempo. Ja, kann man so ein bisschen mischen. Mal ein bisschen Gas geben, mal wieder ein bisschen langsam. Dann kommt man eigentlich relativ zügig voran. So. Zack. Ja, easy. Besser als das Rennen gegen die Alte. Das ist in der letzten Folge total verkackt, ey. Der konnte gar nicht mehr laufen. Vielleicht können wir ein bisschen Ausdauer üben mit Fabi. Wir sollten ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Da hinten kommt er. So. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Jetzt erstmal schönen Absprung. Sehr nice. Oh, Vorsicht, ein Rochen. Oh, ich muss raus, wegen Tauk. Unten habe ich eine Anzeige. Oh, schnell, schnell, los. Puh. Wir machen erstmal eine gemütliche Runde hier. Rechter Button zum Tauchen. Okay, alles klar. Aber wir können ja auch oben bleiben, geht ja genauso gut. Oder sehen wir da unten was? Da irgendwas versteckt? Nö, nicht wirklich. Da ist ein Delfin. Ich krieg schon mal ein bisschen Panik, ey. Mit solchen Aktionen im Wasser. Mitten im Ozean, also. Das ist nicht ohne. Habe ich überhaupt ein Messer dabei? Kann ich gar nicht auswählen hier drin. Okay. Dignity. Ja, dann schauen wir doch mal. Wo sind die Typen? Ah, Musik höre ich schon.
rumschleichen. Da. Take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you gotta kill her bad. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, hey, cool, man. What are you doing? Hey. Da haben wir gleich einen verpacken. Sau gut. Fuck. Los, 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 los. God damn it. Go. Holy shit. OMG, they're coming. Go into that outlet. All right. Whoa, knapp. Oh my god. Shit. They're shooting at us. Na dann mal los. Abknallen kann ich hier nicht, oder? Nee. Boah, es war knapp. Oh, fuck. Oh, fuck, da sind ja voll die Bootstege. Ich komm gar nicht klar. Oh, scheiße. Scheiße, komm ich hier rum? Sieht gut aus. Zwar nicht so schnell, wie ich wollte, aber... Scheiße. Ich glaub, nochmal rechts, oder? Ne, geht nicht, hier ist eine Brücke. Oh fuck, Idioten, verpisst euch. Kann ich die nicht abknallen? Boah, fährt sich nicht so geschillt wie die sonst. Ich muss hier rum. Los, los, los. Go, go, Vorsicht, Boot von vorne. Hab ich sie jetzt? Sind sie weg? Ja, sind schon auf Abstand. Sieht gut aus. Los, jetzt sind sie weg, okay. Oh my god, 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 they're gone. Oh my god. Oh, this is the worst. They're gone? Cool. See, it's okay. I'll take you back to Jim. Alles klar, alter Falter. Auf jeden Fall ich glaube, sie hat auch einen Einschuss, ne? Okay, da sind wir. Sehr geil. You fucking asshole! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what? You sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Wie er mal komplett Einschüsse hat überall. Sau gut. Sieht das übel aus. So, Papis kleines Mädchen. Nicht schlecht, 84%. Schnell wie ein Fisch. Was ist ein Stützräder? Keine Ahnung. Ach so. Vom Fahrradfahren, oder? Schnellstes Tempo, 119%. Nice. Ja, das war ein Satz mit Ings. Das lief nicht so gut. Mit der Family. Wir spielen hier Gitarre.
Nee, die nicht. Die hängt am Handy. Da! Hallöchen. Na nun? Kann ich jetzt ein Foto von dem machen? Ich mach das mal. Gucken, ob's cool kommt. Fokussperre halten? Okay. Ich kann ja mal Galerie speichern. Ich kann ja mal versuchen, ein Selfie zu machen. Selbstporträt. Muss ich mich aber anders hinstellen, ne? Muss ich mich so hinstellen, hier mit dem Typen Selfie. So. So, ne? Das ist ein Schein, dass wir Sorgen man haben kann. Was? Hey! Oh. Ich hab nur eine. Okay, nur eine Handfeuerwaffe. Shit. Was guckst du denn so? Boah. Den auch noch. Komplett alle vermöbelt hier. Warte, will kämpfen? Oh, fuck. Okay, der ist fertig. $16. Nice. Sind's nur noch 1.999.000 und noch ein paar zerquetschte. Fuck. Jetzt kommen die scheiß Cops hier, ne? Oh, das war nicht so cool. Das war nicht so cool. Wie komme ich jetzt hier am schnellsten weg? Kann man das Boot da hinten klauen? Ah, da muss ich ziemlich weit schwimmen, oder? Ich probiere es mal. Da ein Thunfisch oder was? Ich habe ein bisschen Angst vor Haien, muss ich ehrlich sagen. Okay, die Cops sind... Oh, fuck! 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 Nein! Nee! Oh, ich Idiot! Ich habe vergessen, ich muss ja auftauchen wegen Atem. Scheiße! Oh Mann, kann man so blöde sein? Ah, wie doof. Wie doof. Schade, ich wollte das Boot klauen da hinten. Egal. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wo wollten wir eigentlich weitermachen? Was ein Shit. Wir wollten zu Lester. Mit Michael, das war ja beim letzten Mal schon geplant. Oh, jetzt sind die $300 wieder weg. Mann, so kann man doch nicht arbeiten. Was klaue ich denn? Oh, da vorne ist ein Lambo. Wenn ich mich beeile... Yeah, so, hello. Servus, Alter, und tschüss. So, zack, wo ist Lester? Oh, das ist aber ein Stückchen. Das ist aber schon ein Stückchen. Aber ist ja egal. So, auf geht's. Boah, die Sonne, krass. Das ist mal eine Optik. Schön mit Handbremse jetzt um die Kurve. Okay, da war nicht so viel drin mit Handbremse, schon wieder am Arsch, ja. Aber noch gehen die Lichter. Was ist eigentlich mit diesem Zeppelin? Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das mit dem Zeppelin? Okay, das war ein bisschen zu viel Handbremse. Den gab es, glaube ich, irgendwie als Special dazu oder sowas, dass der da rumfliegt. Ich muss mir das nochmal anschauen, was der kann. Okay. Boah, krass, oder? Also da könnte ich nicht fahren. Da würde ich mir, glaube ich, erstmal einen Döner holen und warten, bis die Sonne wieder geht. Bis es wieder halbwegs normal ist. Wow. Jetzt bin ich ja komplett frontal drauf gefahren, ich Idiot. Aber die Lichter gehen immer noch, nice. Erstmal ausmachen, an, aus. Ach, das Ding ist geil. Das geht schon sehr vorwärts hier. Richtig nice. Okay. Das ist, glaube ich, hier in die Ecke, wo der wohnt, der Lester. Das ist ein bisschen Randbezirk, ne? Nicht gerade so Hollywood-like oder Vinewood-like. Schauen wir mal.
Oh, fuck! Ich hätte mich mal anschnallen sollen, ne? Ach, du Scheiße. Welches Car? Wer? Da hinten fahren die, ne? Und ah, die Cops! Im Heli. Was ich mich frage ist... Ja, das mache ich lieber. Ich glaube, die Läden raube ich lieber mit Franklin aus. Der passt da besser. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Oh. Wer? Wo denn? Wo denn, wo denn? We got one. Go, go, get in there. Die Alte, ihr Wichser. Ihr blöden Hunde, ey. Die wollt mich echt ausrauben, ne? Ich bin noch so doof und will helfen. Und was ist die Quittung? Hier muss doch irgendwas geben. Okay, oh. Ordentlich Munition. Kommen wir da rein in die Bude? Nee. Ich guck mal da vorne vielleicht, in dem Haus. Vielleicht gibt's noch ein bisschen mehr. Die Idioten, ey, wie sie mich reingelegt hat. Ne, hier ist nix. Schade. Schade, schade, schade. Was ist denn das hier eigentlich für ein Ding? Con Amor, sleep well. Sleep on me, hermano. Ich kann kein Spanisch. Oder höllisch-mexikanisch. Willkommen, steig ein. Wir fahren. Das ist ja hier nicht. Ah, hätten wir auch laufen können jetzt den Rest. Jetzt kommen wir von der anderen Seite, ne? Ja, ich fahr schon von vorne ran, glaube ich. Noch einmal um den Block. Ah, das war die Auffahrt, oder? Ja. Das ist hier wirklich so ein mexikanisches Viertel. Ja, gibt's auch eine geile Mission in GTA Online. Oder so ein Battle-Ding. Und die mitten in der Hölle, ey. Ich glaube, das Auto ist weg, ne? Wenn ich das hier stehen lasse. Das bleibt nicht lange hier stehen, das Scheißding. So, schauen wir mal, was Lester zu melden hat. Falscher Eingang. Da geht's rein. Und du? Show up. I was dead. Crazy B. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat.
I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. Asperger syndrome. The minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Er ist auch fertig dann in seiner Bude. Ich finde halt, da kann man sagen, was man will, aber die Charaktere, gerade in GTA, sind immer alle geil. Also, es mag vielleicht hier und da mal Spiele geben, da sind die Charaktere oder wirken sie relativ dünn, ne? Oder wie soll man sagen, blass, sagt man ja. Nehme ich die Kiste? Ne, ich finde die scheiße, ich nehme den anderen Bock da vorne jetzt besser. Okay. Komm, kurz schließen. Wie gesagt, wir müssen erstmal. Okay, geschafft. Die scheiß Alarmanlage beenden. Es gibt ja, wie gesagt, manchmal wirklich Spiele, da sind die Charaktere relativ blass. Mit denen kann man sich nicht so identifizieren, aber hier kann ich über jeden Charakter schon seit geraumer Zeit, auch bei GTA 4 war es ja so extrem, mit Brucey und Co. Das ging auch schon sehr. Ich glaube, Brucey hieß der, ne? Der Muskeltyp da. Der hat auch noch einen Bruder gehabt, glaube ich. Ja, einen kleinen. Ich glaube, das war so. Wie gesagt, sehr, sehr geil. Immer alle Charaktere. Gerade hier Lester ist auch so ein richtig kaputter. So, was müssen wir machen? Ich glaube, wir müssen uns jetzt Klamotten suchen, ne? Und so ein bisschen umziehen. Endlich! Also ich glaube, das ist auch die Mission, wo wir dann wirklich die Klamottenläden freischalten. Dass wir die Charaktere nochmal so ein bisschen individuell anpassen können. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausschalten kann. Das sind jetzt so Online-Anfragen, die ich hier kriege von Leutchen, die jetzt gerade online spielen und sehen, dass ich ebenfalls online bin. Ich ja nicht im Online-Spiel, aber ich bin zumindest wahrscheinlich verfügbar in der Freundesanfrage oder Freundesliste. Weiß ich nicht, ob man diese Infos abschalten kann. Muss ich mir mal anschauen. Gucken wir mal, ob das geht. Ich glaube, die Folge geht heute auch ein bisschen länger, weil wir jetzt die Mission erstmal angenommen haben. Und ich will schon ganz gerne die Missionen immer in einer Folge zu Ende bringen, ne? Ah, hier sind wir doch Suburban, alles klar. Erstmal über den Bürgersteig erstmal gefahren, alles klar. So, gucken wir doch mal. Stank broke. Mit so viel Liebe zum Detail, ne? Die ganzen Sachen. Geil, geil. So. Ah, excuse me. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Sehr geil. Achso, hier, glaube ich, sind wir schon richtig, ne? Cargo-Shorts soll ich... Cargo-Shorts und eine Weste? Das hier? Sieht ja furchtbar aus. Das sieht auch furchtbar aus. Das gefällt mir. Mir gefallen diese blassen Farben. Diese ganz krassen Sachen finde ich immer ein bisschen blöd. Ne, das sieht ganz cool aus hier, das Braune, oder? Ne, gefällt ihm nicht. Was ist denn los? Das ist besser? Ich nehme was hellblaue. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Bye now. Ich brauche andere Hosen noch. Moment. Das sind doch die Badehosen hier. Kann ich mit den Badehosen losziehen? Ah, shit. Die Badehosen zählen ja schon als... Das ist ja ärgerlich. Schade, ich kann gar keine anderen Klamotten kaufen. Naja. Ich hab mit Badehosen und Sandalen. Guck mal, die Schlappen. Wie geil, die Flipflops. Nice. Ich bin auch so ein riesen Flipflop-Fan, ey. Im Sommer immer. So geil.
So, auf geht's. Da ist Lester. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Okay, alles klar, machen wir. Mit den richtigen Klamotten. Die mich einfach so durchgehen lassen. Live Invader ist ja sozusagen so die kleine Verarsche, ne, von Facebook. Go, go, go. Mir ist gerade was in den Kopf geschossen, als ich das Auto gesehen habe. So, die Kisten. Es wäre auch mal geil, glaube ich, in der so ein GTA in der Karibik, ne? Oder über mehrere vielleicht Regionen verteilt, ne? Mal so im Schneegebiet. Aber gut, Schnee hat man ja auch ein bisschen, glaube ich, hier, oder? Oder Berge, ja, Berge hat man. Schnee nicht wirklich. Kommen wir da nicht rein? Hier ist doch Life Invader, ne? Hier rum kommen wir nicht rein. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite, oder? Was ist das genau? Okay. Aber so in der Karibik könnte ich mir es auch geil vorstellen. So in Kuba oder sowas. Okay. Zum Hintereingang. Wie er rumläuft. Das sieht so übel aus mit Badehosen und Flipflops erstmal zur Arbeit. Aber kann ich mir echt vorstellen, solche Programmierfirmen, ne? Alles so Google oder auch Facebook und so, da sind sie schon relativ geschillt unterwegs. Da macht das, ist ja nicht egal, wie die aussehen. Ja, ist da keiner? Erstmal eine rauchen oder was? Ah, jo. Hey. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. Look, you know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Sehr geil. Yoga Zone. Sweat Lodge. Sweat Lodge. Was ist Sweat Lodge? When we release consulting consultors. Berater für Berater. Das ist ein Scheiß. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed creative individual. Übel, wie es hier aussieht. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ah, you've been added on this PC. got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Fuck. An NSFW link das ging... Alter, hier ist ja alles voll, Mann. You know, runs into the wenn immer mehr. I'll close the pop-ups. See what I can do. You're dumb, bitches. Start them early, bro. You write your best stuff in between. After that, it's just a hack job. There you go. How about I run the antivirus software? There it goes. Wow. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? We'll get there eventually. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Die alte, wie die aussieht. Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Wieder ab. Was ist mit ihm denn? This is the future of American economy?
productivity. He's this close to installing a ball pit. He's become such a cock. If we don't keep smiling, the cameras will pick it up and we'll be outsourced. Was ein Scheiß. Hier geht's rein, ne? Perfekt. Aha. Nice. Nimm die Tasche mit. Fuck, 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 fuck. Die Tasche liegen lassen, ne? Was ist denn hier los? Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Goodbye. Privacy. Guck mal, Privacy durchgestrichen. Sau gut. Data is there to be. Was wieder? Shared. Sau gut. Invader Café. Was ist ein Invader Café? Scheiße, komm mal nicht rein. Keep calm and carry on sharing. Er hat aber die Tasche liegen lassen, das ist ärgerlich. How's your air guitar? Oh, Alright, follow me. Some a-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive aggressive note on it. Hold on, I'll buzz you out. Danke. So, wo holen wir jetzt eine Kiste her? Ach, zu Hause soll ich mir die anschauen? The thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. Fuck. Is this really happening? Kann ich den klauen? Das ist super, Cabrio. Raus, raus, raus. Und nice, und Abfahrt. Ist zwar nicht das geilste Cabrio, was hier am Start ist, aber... schon eines, ich weiß gar nicht, ob ich das hier zumachen kann. Mal gucken. Ich check mal kurz. Nee, das ist immer offen, ne? Nee, doch! Krass, das geht! Wusste ich gar nicht, bei denen geht das auch. Nice! Hat was. Bisschen angeben hier, ne? Ich muss doch die Nachrichten checken, auch im Handy, habe ich gerade gesehen. Ich glaube aber, wenn mich nicht alles täuscht, gab es Autos, die musste man kaufen. Die konnte man nicht einfach klauen und abspeichern. Oder war das nur im Online-Modus so? Ich weiß nicht mehr genau. Es gab aber eine ganze Latte von Fahrzeugen, die man nicht so klauen konnte. Kann ich hier nicht... Dann kann ich doch hier parken. Vielleicht andersherum. Rückwärts rein. Dann passen nämlich zwei Autos... nebeneinander, ne? Gut, vorwärts würden sie auch nebeneinander passen, aber sieht besser aus, wenn man ihn so sieht. Ja, kann noch ein Stückchen zurück. Okay, ist ein bisschen eng. Da hätte ich jetzt mal die Tür schon gecrashed. Ich glaube, der ist jetzt gespeichert, oder? Dann habe ich zwei Audis. Einmal den großen, ne? Den 8er und der hier, der R8. Cabrio-Variante natürlich. Nice, nice. Was? Mimes on fire? Oh my god, you guys are so lame! No! I'm watching Fame or Shame! The fucking tits! Hat doch einen eigenen Fernseher, oder? Wie die ausrastet. So. Fame or Shame. Kann man sich auch angucken. Wer wird sich vor aller Welt blamieren? Oh Gott, mach das weg. Oh, hier ist sie schon. Ach, ich soll ihn anrufen? Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Carroll. Today, you're about to witness a new phase. Full-on weapons-grade red alert world domination.
We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Eine Scheiße. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. The future andocken. The Life Invader mobile device. Yes, we have invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public pool. Ich rufe die mir jetzt an. Wo haben wir denn? Kontakte. Luftschiff. Da. Oh, Jesus! Wow! Wow! Fernseher jetzt kaputt? Nö. Wir können noch ein bisschen Fame or Shame gucken. Sehr geil. Wie sieht's aus? Nur 50% Missionszeit. Keine Pop-Ups. Ah, weiß ich gar nicht, wie hätte ich das machen sollen. Oh, schade. Also man hätte ganz, ganz schnell klicken müssen wahrscheinlich, hä? Michael kann sich jetzt bei dem T-Shirt-Symbol in seinem Schlafzimmer umziehen. Watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Nice, nice. So, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen mit den Missionen. Wenn man dann vorher was auf die Konkurrenz setzt, könnte das, dann kann man einen Gewinn machen. Ne? Irgendwie so war das doch. Ich habe es aber nicht mehr im Kopf auswendig. Was haben wir denn an Outfits hier? Das finde ich schon ganz geil, aber die Badehose geht halt gar nicht. Ich muss mal was einkaufen, ne? Jacken? Nee, das sieht blöd aus. Hosen? Freizeitjeans. Oh, ich kann dazu bleiben, wie ich bin. Gefällt mir. Bleib mit der Weste gehe ich steil. Okay, Leute. Hier kann ich speichern und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. War eine lange Folge heute, aber bis dann. Ciao, ciao. Muss auch richtig in die Kamera gucken, wenn ich mich verabschiede. Zumindest mit dem Charakter da. Macht's gut. Ciao, Leute.